Den Stern, den ihr vorne auf eurem Generationengottesdienst zum Mitnehmen abgedruckt habt, diesen Stern habe ich euch auch heute mitgebracht. Es ist ein ganz besonderer Stern, denn er hat einen eigenen Namen, Herrnhuterstern. Der Name kommt daher, dass er aus einer Stadt namens Herrnhut stammt. Und so ein Stern, der ist nicht nur vorne auf eurem Gottesdienst drauf, so ein Stern hängt auch bei uns in der Kirche. Vielleicht ist er euch ja schon das ein oder andere Mal im Advent in unserer Kirche in Gols aufgefallen. Ich habe auch so einen Stern vor meiner Haustür hängen. Aber nicht nur dort, nein, so ein Stern hängt sogar im Weißen Haus in Washington. Ein großer hängt im Berliner Dom und ein riesengroßer mit über 100 Zacken hängt in Herrnhut selbst. Ich möchte euch heute die Geschichte von dem Herrnhuter Stern erzählen. Diese Stadt Herrnhut in Deutschland, da gibt es schon seit vielen Jahrhunderten eine evangelische Gemeinde. Den Menschen dort war es immer schon extrem wichtig, dass sie die Geschichten von Gott, die Bibel, das Licht unseres Glaubens, die frohe Botschaft in die ganze Welt hinaustragen. Deswegen haben Männer und Frauen damit begonnen, eben in ferne Länder zu reisen und dort den Menschen die Geschichten von Jesus zu erzählen. Diese Männer und Frauen nennt man Missionarinnen und Missionare. Die hatten natürlich auch Familien, Kinder. Und oft konnten sie diese Kinder auf ihre Reisen nicht mitnehmen. Vielleicht waren die Länder einfach zu unbekannt, die Reisen zu weit. Die Kinder mussten also in Herrnhut zurückbleiben, ohne ihre Eltern. Dort hat man eine eigene Schule für diese Kinder gebaut. Eine Schule, wo sie nicht nur gelernt haben, sondern eben auch gelebt, geschlafen, gespielt. Das war also ein Internat. Für die Kinder war das nicht immer lustig, von ihren Eltern manchmal monatelang getrennt zu sein. Sie haben sie oft sehr vermisst. Gerade in der Advent- und Weihnachtszeit ist es ihnen ewig lang vorgekommen, bis sie sich endlich wiedergesehen haben. Da war ihnen das Herz besonders schwer, dass gerade sie von ihren Eltern getrennt sein mussten. Deswegen hatte ein Lehrer in diesem Internat in Herrnhut zur Adventszeit eines Tages eine besonders tolle Idee. Er hat im Matheunterricht begonnen, mit den Kindern solche Sterne zu konstruieren. Sie haben dann aus Papier diese einzelnen Teile ausgeschnitten und zusammengeklebt. Und haben diese Sterne dann in ihrem Klassenzimmer aufgehängt. Der Stern sollte den Kindern ein Symbol sein, ein Zeichen, das genauso wie der Stern über der Krippe von Bethlehem geschienen hat, genauso wie Gott in Jesus zur Welt gekommen ist, damals zu Weihnachten, dass genauso sicher auch ihre Eltern zu ihnen zurückkommen würden, eines Tages. Der Stern sollte den Kindern Hoffnung schenken, Zuversicht. Es ist also wirklich kein normaler Stern, keine normale Weihnachtsbeleuchtung, sondern ein Stern mit einer Mission. Diese Kinder in der Schule in Herrnhut sind erwachsen geworden, haben wiederum Kinder bekommen und auch mit ihren Kindern in ihren Familien haben sie begonnen, zur Weihnachtszeit, zur Adventzeit solche Sterne zu basteln und aufzuhängen. Und eines Tages hat man die Idee gehabt in Herrnhut, es sollte doch auf der ganzen Welt solche Sterne geben. Es sollte doch der Stern, genauso wie die Menschen in Herrnhut, seine Mission in die ganze Welt tragen. Und dort diesen Auftrag erfüllen, dass die Menschen zuversichtlich sind, hoffnungsvoll und froh. Und deswegen haben sie in Herrnhut begonnen, diese Sterne zu produzieren und in die ganze Welt zu liefern. Sodass wir sogar in Gols einen hängen haben, genauso wie in Washington, in Berlin. Und im Endeffekt gibt es ihn auf der ganzen Welt.
Die Mission des Herrnhuter Sterns, die würden wir gern gerade in dieser Adventzeit mit euch weiterführen. Wir haben drüben im Gemeindezentrum in Gols, genauso wie in Neusiedl vor der Kirche, Bastelsackerln für euch hergerichtet. Und in diesen Sackerln sind verschiedene Basteleien für Sterne drinnen. Papiertütensterne habt ihr vielleicht letzte Woche schon gebastelt und diese Woche sind es Sterne aus Transparentpapier. Macht doch so einen Stern und dann behaltet ihn nicht nur für euch, sondern schenkt ihn weiter. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der gerade besonders traurig ist und der Hoffnung und Zuversicht braucht. Vielleicht gibt es da auch jemanden, den ihr schon lange nicht mehr gesehen habt, den ihr sehr vermisst. Dann nehmt doch einen Stern. Die Papiertütensterne gehen vielleicht nicht, aber die Transparentpapiersterne passen auch in ein Kuvert. Nehmt so einen Stern und schickt ihn vielleicht irgendwo weit hin in die ganze Welt. Schreibt ein paar nette Zeilen dazu. Oder ihr habt hier jemanden im Dorf, in der Stadt, den ihr sehr vermisst, den ihr sehr lieb habt, die ihr sehr mögt und ihr schenkt euren Stern weiter. So dass auch eure Sterne eine Mission haben, einen Auftrag. Hoffnung und Zuversicht zu spenden in einer Zeit, wo es nicht immer leicht ist. In einer Zeit, wo wir wie damals beim Propheten Jesaja Licht brauchen. Licht, Verbundenheit und Nähe. Sodass auch eure Sterne die gleiche Mission haben wie damals der Herrnhuter Stern. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Amen.